Hallo, ihr Lieben. So, jetzt drehe ich trotz diesem ganz schrecklichen Licht, weil ich habe gerade ein Video schon gedreht und es ist absolut schlimm heute. Und ich, wie gesagt, kriege es nicht anders hin. Das ist einfach das Morgenlicht und ich sehe auch noch aus wie gerade aus dem Bett. Bin ich auch. Also von daher, aber ich drehe es trotzdem das Video, weil mich gerade der Postbote reingeschneit ist und mir ein Päckchen gebracht hat. Ihr kennt bestimmt schon das Muster, ich brauche gar nicht viel sagen. Und ich mache jetzt ein Unboxing-Video, weil ich das ja sonst nie mache und jetzt rentiert es gerade, das zu machen und deswegen mache ich das jetzt. Ganz selten, aber heute gibt es ein Unboxing-Video von mir. Yippie! Also, dann gucken wir doch mal, was heute in meiner Glossybox ist. Kipp ich mal schnell die Schachtel aus. Ups. So, sieht aus wie immer. Rosa. Lasst manchmal überraschen, was heute drin ist. Also, wie gesagt, ich mache es gerade mit euch frisch auf. Ich glaube, Unboxing habe ich schon lange keins mehr gemacht. Es ist halt jetzt dann kein Review, ich kann noch keine Meinungen abgeben. Ich mache eigentlich mehr so diese Erfahrungs, Videos, weiß nicht, könnt mir dann heute mal sagen, was euch lieber ist. Dass ich solche Videos mache, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Oder ob ihr lieber die Videos dann haben wollt, wo ich dann wirklich schon sagen kann, wie ich die Produkte finde. Also das könnt ihr euch heute dann überlegen. Jetzt habt ihr mal die Gelegenheit dazu. So, dann ja, bin ich ja mal gespannt. Also, kommt mir mal so entgegen. Ja, lasst uns überraschen. Also das ist schon mal sehr anzüglich. Na, sonst geht's gut, oder? Glossy Box von Mel. So, dann haben wir hier Kryolan-Werbung und ein 5-Euro-Gutschein. Ah ja, für Kosmetik von Eckstein. Okay. Das ist ja immer drin, dass solche Werbungen und Gutscheine. Und wow, heute ist irgendwie ein Haufen drin. Oder sieht gerade jetzt irgendwas ziemlich viel aus. Hat er große Sachen. Wow, so glaube ich, so voll war meine Box noch nie. Fange ich doch mal mit dem hier an. Ich habe hier meinen schlauen Zettel. Können wir gleich gucken. Wo man den Namen wieder nicht lesen kann. Geko oder wie auch immer. Nova Styling Gel Brilliant Ultra Strong. Strong? Ja, keine Ahnung. Das ist ein Haarstyling. Was macht es denn genau? Ein Styling Gel. Was jede Frau braucht. Und sich am Ende angeblich mühelos ausbürsten lässt. Halt, ohne die Haare zu verkleben. Also richtig viel erfährt man jetzt gerade auf den Zettel nicht. Aber was brauche ich in Styling gehen? Ich bin gerade noch ein bisschen skeptisch. Ist halt so ein Gel. Wenn ihr das sehen könnt, da ist so ein Gel drin. Also so sieht das Ganze aus. Und kein Plan. Puh. Bei Langhaaren Gel, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir mal Tipps geben, für was ich Gel brauche? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Weil für sowas nehme ich Haarspray her, was ich heute nicht gemacht habe oder vergessen habe, weil dann meine feinen Härchen, die immer abstehen, die kann ich ja halt dann wegsprühen. Aber was mache ich mit dem Gel? Keine Ahnung, aber ja, gucke ich mir mal an. Riecht ganz normal so nach Styling-Zeug. Also, kein Plan, ich weiß es nicht. Dann mache ich weiter mit Dr. Scheller. Handbalsam. Aha. Ach, Entschuldigung. Das Styling Gel hat 50 Milliliter drin und die Originalgröße mit 150 Milliliter kostet 13,60 €. Habe ich jetzt ganz vergessen. So, dann bin ich jetzt hier bei Dr. Scheller. Ein Calendula. Ach, das ist diese komische Pflanze. Handbalsam. Wintergeschädigte raue Hände werden gepflegt, geschützt und mit Vitamin A gestärkt, sodass sie der Kälte trotzen können. Mein Hals kratzt gerade. Nicht wundern, wenn ich immer die Stimme ein bisschen verliere. Also eine Handcreme ist okay. Kostet, ist es ein Original? Nee, ist es nicht. Oder ist es ein Original? Ich habe keine Ahnung. Nee, ist es nicht. 75 Milliliter würden 2,65 € kosten. Und das sind 20. Also das würde ich sagen, ist kein High-End-Produkt. Definitiv nicht. Keine Ahnung. Ich kenne die Marke Dr. Scheller jetzt auch gerade nicht. Sieht so gelb aus. Also ich kann gerade wirklich nicht sagen, was ich davon halten soll. Aber es ist kein High-End-Produkt. Riecht typisch nach dieser Calendula-Pflanze. Also nicht der Wahnsinn, aber ist okay. Mal gucken, ob es auch von der Wirkung her gut ist. Es ist auf jeden Fall praktisch für die Handtasche. Aber wahrscheinlich kostet das Ding jetzt dann in der Größe 50 Cent bis 1 Euro. Also 1 Euro vielleicht, wenn die große Flasche 2,65 € kostet. Also es ist nicht so viel und nicht so teuer, aber wenn es gut ist, wollen wir testen, ne? So, dann schaut mir da was aus wie Lippenzubehör.
Zeug oder Schminke und das freut mich, weil ich Schminke mag. Und ja, es ist Schminke. Und zwar haben wir hier einen Creamy Lip Pencil. Ach, habe ich euch das eigentlich von Nahen gezeigt? Ich bin auch ein Dödel. So sieht's aus. Entschuldigung, habe ich total vergessen, euch zu zeigen. Jetzt aber. So, zurück zu diesem Zeug da. Das ist ein Originalprodukt und kostet 9,50 €. Okay, gut. Das finden wir schön. Wenn es noch gut ist. Lippen- und Konturenstift in einem. Das bietet dieser cremige Lip Liner mit der Shea Butter und Vitamin E für zarte Lippen und ein glänzendes Finish. Ja, klingt schon mal gut. Die Farbe bin ich jetzt auf dem Rückenteil auch ansprechend. Jetzt erstmal swatchen. Ja, die Farbe ist schön. Ja, gefällt mir. Also da kommt sie sogar einigermaßen echt rüber. Es ist ein glänzender Farbton, der interessant riecht. Man riecht das Holz, das finde ich ganz interessant. Ich zeige es euch mal im Namen. Das ist nämlich ein richtiger Holzstift. Seht ihr das? Das ist richtig aus Holz. So sieht das Ganze aus. Vorne ist so ein richtiger Stift. Hinten sowas. Soll ich das jetzt mal testen? Ich habe halt nur Lippenpflege drauf. Kann ich mal schnell machen. Ich habe bloß jetzt gar kein Spiegel da. Mal gucken, ob ich es in der Kamera schaffe. Aha. Schmeckt nach Stift. Also, jetzt habe ich ihn drauf. Sieht ganz interessant aus. Sieht gerade ein bisschen rosa aus in der Kamera. Ich kann es gerade nicht sagen, weil ich nicht mal einen Spiegel da habe. Aber schöne Farbe. Oder was meint ihr? Ich finde, man schmeckt das Holz. Das ist ja in dem Holzstift und den schmeckt man. Aber finde ich jetzt nicht schlimm. Keine Ahnung, ob er hält und wie gut er ist. Aber jetzt habe ich ihn gerade drauf und Farbe ist ganz interessant. Mal gucken. Also ich fuchtle halt ständig in meinen Haaren, aber meine Haare regen mich halt auf. So, weiter geht's mit einem Produkt von Dr. Eckstein, das riesengroß ist. Aha, man schiebt es raus. Und dann haben wir hier ein. Teil, was mir entgegenfliegt. Dann haben wir hier so ein Ding drin. Mei. Gut, dass ich mal so runterschmeiß. Es ist irre kalt, scheinbar war es der Postbote auch kalt von uns. Also, das ist ein Aktiv-Concentrate Vitamin-Komplex. Fragt mich was, ich kann kein Englisch. Also, aussprechen meine ich. Diese Intensivpflege versorgt die Haut mit essentiellen Vitaminen und pflanzlichen Wirkstoffen. Sie schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen und eignet sich perfekt für die kalte Jahreszeit. Also scheinbar eine Gesichtscreme. Sehe ich das jetzt richtig? Sind 30 Milliliter drin, angeblich. Oder? Steht irgendwie nicht drauf, oder ich bin gerade zu blöd zum Lesen. Keine Ahnung. Doch, da steht es ganz vorne. Ich bin echt doof. Es ist 30 Milliliter. Dieses Ding kostet 53,40 €. Ist eine Originalgröße. Also jetzt bin ich platt. Okay, die Handcreme hat sich schon mal bestätigt oder beziehungsweise. Ich verstehe jetzt, warum eine Handcreme noch für ein paar Euro drin ist. Wenn solche Produkte drin sind, dann finde ich es völlig okay. Wenn so ein Ding 50 € kostet oder über 50 €, holla die Waldfee. Jetzt hoffe ich halt einfach, dass es gut ist, damit sich das Ganze auch rentiert. Hat aber einen wunderschönen Hals. Also dieses Gold sieht toll aus. Seht ihr mal diesen Hals hier? Das ist ein gebürsteter Goldton. Das sieht echt schön aus. Also das muss ich sagen, sieht toll aus. So, jetzt schauen wir mal, wie das auf dem Handrücken aussieht. Ach so, muss man wahrscheinlich irgendwie drehen oder so. Ich habe Angst, ich will es nicht kaputt machen. Also ich muss sagen, das mit dem Drehen finde ich bescheuert. Ich muss jetzt bestimmt dreimal drehen, bis ich die richtige Stelle gefunden habe. Wow, und das Zeug ist knallgelb. Guckt mal. Das ist irre. Das ist echt knallgelb. Riecht aber. Ist das jetzt die Handcreme oder ist das das Zeug? Nee, das ist das Zeug. Ich schmier es mir auf den Arm. Mein Gesicht habe ich schon Make-up. Oh, ist das ergiebig. Riecht total frisch. So ein bisschen zitronig. So nach Zitrusfrüchte. Und das ist irre ergiebig. Also ich habe jetzt hier viel zu viel. Da könnt ihr jetzt schon den ganzen Arm einschmieren. Ja, Wahnsinn. Und riecht okay. Also es ist ein ganz interessanter Geruch. Jetzt habe ich meinen ganzen Arm voll Gesichtscreme. Aber macht nichts. Also ich muss mir das mal hier durchlesen, weil ich ja noch nichts drüber weiß. Was das Ganze jetzt bringt und alles, werden wir sehen. Also, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt,
sag mir einfach Bescheid. Also jetzt weiß ich eben noch nichts, außer dass es irgendwas fürs Gesicht ist. Ein Vitaminkomplex, aber sehr interessant. Also muss ich sagen, bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. So, und jetzt habe ich hier was nach Lidschatten aussieht, was mich freut. Und zwar von Kryolan, und das sagt mir sogar was. Stell dir vor, ich kenne die Marke irgendwie irgendwoher. Also das ist das letzte Teil. Und zwar ist es auch ein Originalprodukt und dieses Ding kostet 18 Euro. Was haben wir denn hier? Fünf verschiedene Lidschatten aus mikronisierten Farbpigmenten versprechen viele unterschiedliche Make-up-Variationen für jede Gelegenheit. Da bin ich ja mal gespannt. Gucken wir uns aber an die Farben an. Lauter matte Farben, okay. Ja, okay. Also, ja. Bin ich mal gespannt. Ich zeig's euch mal. Also hier haben wir die Farben. Ich versuche mal gerade irgendwie zu sehen, was ich hier mache. Sieht interessant aus. Hier haben wir von einem beige-gelb, naja, beige, hellen Gelb-Beige-Ton oder so ein Senf. Ein Senf-Beige. Gelb ist es nicht. Dann haben wir hier so ein Taubbraunton, so ein helles, ziemlich weiß. Na, haltig, sag ich mal. Dann haben wir hier so ein Grün mit leichtem Oliveinschlag, auch so ein bisschen ein Senfig. Also es sind alles so ein bisschen Herbsttöne. Also so ein grünlicher Ton. Dann haben wir hier ein dunkles Braun in die Richtung rötlichem Braun. Und hier ein Blau. Ich würde sagen, also mir sieht das jetzt ein bisschen kälter aus, so ein kaltes Blau. Ja. Schön. Interessant. Mal gucken. Keine Ahnung. Ich will jetzt gar nicht reinlatschen. Ich traue mich gerade gar nicht. Irgendwie. Also, wenn ich jetzt mal spontan sagen darf, welche Farben mich interessieren, würde ich sagen, die zwei Brauntöne. Bei den anderen Farben muss ich ehrlich zugeben, weiß ich gerade gar nicht, was mit anfangen kann. Vielleicht das Grün vielleicht noch oder so. Aber der Ton. Also, ich werde noch überlegen und euch dann berichten. Aber es sind Lidschatten dran. Immerhin. Matte Lidschatten. Nur matte Lidschatten. Gut. Aber ich habe Schminke bekommen. Lippen- und Augenprodukte. Und eine relativ gut riechende Gesichtscreme, die mich interessiert. Also da freue ich mich drüber. Damit weiß ich nichts anzufangen. Bin ich mal gespannt. Und sowas kann man immer brauchen. Also Handcreme geht immer irgendwie. Ach ja, bei der Lidschattenpalette war noch ein Pinsel drin. So ein länglicher. Der fühlt sich aber nicht schlecht an. Bisschen blöd von der Form her, aber sonst ganz okay. Alles klar. Das waren jetzt meine Produkte aus der November Glossy Box. Ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich bei ja, Glossy Box, dass ihr mir die zugeschickt habt. Und freue mich jetzt schon aufs Testen. Bei manchen Sachen mehr, bei manchen weniger. Es ist aber immer so. Es ist normal. Es kann nicht immer alles einem gefallen. Es geht einfach nicht. Es wäre unnormal. Und ja, bin sehr gespannt auch, wie das sich jetzt verhält. Bis jetzt super angenehm und die Farbe gefällt mir. Also das freut mich und ja, ich bedanke mich und ich schaue aus wie ein zerfetzter Besen heute. Was ist denn los? Also heute geht's gar nicht. Ich weiß, ich mag meine Haare heute nicht. Und das trotz neuer Haarfarbe. Es ist echt blöd. Ach ja, und sagt mir bitte, ob ihr irgendwas genauer nochmal sehen wollt oder was ihr genau sehen wollt, was ich nochmal reviewen soll für euch. Einfach Bescheid sagen. So, ja, ich würde sagen, ich verziehe mich jetzt in die Arbeit, weil ich muss. Und euch wünsche ich noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!